Es war vor vielen Millionen Jahren. Damals stand noch bis hoch hinauf im Norden ein prächtiger, bunter Urwald. Eines Tages legte Mutter Urmel das Urmelei am Ufer des großen Meeres in den Sand, so wie sie es bisher immer mit ihren Eiern getan hatte. Plötzlich aber begann es zu schneien. Und das war ganz ungewöhnlich. Die Urmelmutter schimpfte. Übersetzt in die Menschensprache heißt das: Anscheinend macht der große Wetterurmel heute einen unfreundlichen Scherz. Von einer Höhle aus schaute sie besorgt zu den grauen Wolken hoch, die sich da aufeinander türmten. Dem Ei wuchs langsam eine weiße Schneemütze, und das war nicht gut. Denn auch Urmeleier können nur in großer Wärme ausgebrütet werden. Und das heißt auf gut Deutsch: Oh je, jetzt hört der Spaß aber auf. Das war das Letzte, was von ihr vernommen wurde, denn die Eiszeit hatte begonnen. Die Eiszeit dauerte sehr lange. Kein Wunder, dass das Urmel in Vergessenheit geriet. Und jetzt müssen wir die vielen, vielen Millionen Jahre vergessen, die seitdem vergangen sind. Und schon sind wir mitten in unserem Jahrhundert und stehen vor dem Häuschen des Herrn Professors Habakuk Tibatong. Und jetzt sind wir im Häuschen des Herrn Professors Habakuk Tibatong. Der Herr Professor versucht schon seit Jahren, der gelehrten Welt zu beweisen, dass in grauer Vorzeit das Urmel gelebt haben muss. Daneben beschäftigt er sich mit der Existenzerforschung des unsichtbaren Fisches und der Tiersprachlehre. Er wird dabei von seinen Kollegen sehr, aber wirklich sehr misstrauisch beobachtet. Herein! Sie kommen sicher, um mich nach meinen neuesten Forschungsergebnissen bezüglich des Urmels zu bedings zu Nein. Urmel. Fantasterei. Es ist allgemein bekannt, dass das Urmel nie existiert hat. Ohne darauf einzugehen, dann ist Ihr Hiersein also der quasi Neugierde über den unsichtbaren Fisch gewinnt. Unsichtbarer Fisch. Fantasterei. Es ist allgemein bekannt, dass ein unsichtbarer Fisch nie existiert hat. Nun, was führt Sie zu mir, meine Herren? Hier, Ihr Artikel in der Allgemeinen Wissenschaftlichen Zeitung von Pumpolonien. Ja. Hochinteressant, nicht? Was meinen Sie, meine... Sie behaupten, Sie hätten eine Medizin erfunden, die es den Tieren ermöglicht, die menschliche Sprache zu erlernen.
verbunden durch eine bestimmte Mundgymnastik. Tja, also nun, geben Sie doch zu, dass das ein verfrühter Aprilscherz von Ihnen ist. Aber meine Herren Kollegen... Widerrufen Sie diese Behauptung? Ich denke nicht daran. Sie sind ein Scharlatan. Wutz! Die Herren möchten gehen. Meine Herren, die Tür steht offen. Ich hatte die Ehre, meine Herren. Herr Kollege, gehen wir. Bitte sehr. Unerhört. Eine Gemeinheit. Impertinent. Meine Herren, wir sind aus dem Hause gejagt worden. Schimpflichst. Mit diesem plumpen Trick uns dabei noch weismachen zu wollen, dass dieses Schwein sprechen könnte. Wie meinen, Herr Kollege? Da glauben Sie wirklich, das Schwein habe gesprochen? Meine Herren, wohl noch nie etwas von Bauchrednern gehört. Ha, das sieht diesem Tibaton ähnlich. Ein infamer Lügner. Wir werden ihn zwingen, dass er freiwillig auf sein Lehramt verzichten muss. Man müsste sich auch des Jungen annehmen, den er bei sich aufgenommen hat. Ja, sehr richtig, sehr richtig, sehr richtig. Diesen, Tim Tintenklecks. Ja, danke, danke. Das, meine Herren, ist bereits geklärt. Gestern wurde im Stadtrat beschlossen, dass er zu anständigen Leuten kommen wird. Bei dem verrückten Tibaton kann er jedenfalls nicht länger bleiben. Kommen Sie, meine Herren. Tim Tintenklecks, der in der Schlummertonne von Wutz steckte, hatte alles mit angehört. Noch in derselben Nacht packten die drei ihre 7 Sachen und verließen die Heimat. Ist das eine Wonne und es scheint die Sonne. Öff, öff, öff. Doch das Meer ist so leer. Keine Insel ist zu sehen. Wie soll das nun weitergehen? Wo ist Land? Wo ist Land? Wo ist Strand? Wo ist Sand? Wie soll das nun weitergehen? Was soll jetzt geschehen? Denn ach, öff, öff, oh Schreck, öff, öff, das Boot, öff, öff, ist leck, öff, öff. Und wenn nicht Hilfe kommt, öff, öff, dann sinkt es sicher weg, öff. Wo ist Land? Wo ist Land? Wo ist Strand? Wo ist Sand? Wie soll das nun eine Insel! Da ist eine Insel! Auf. Eine Insel? Wo denn? Ich sehe ja nichts. Was ist denn mit dem Fernrohr los? Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Tim, Wutz, ich glaube, wir haben eine neue Heimat gefunden. Wenn ein Morgenwind, das weiß jedes Kind, sind für eine Seefahrt gut, wenn man eine machen tut. Der Professor hatte recht. Sie hatten wirklich eine neue Heimat gefunden. Und schon wenige Tage nach ihrer Ankunft gab Habakuk Tibaton den Inselbewohnern die ersten Sprechstunden. Die Tiere stellten sich sehr geschickt an. Und der Seeelefant bekam sogar auf eigenen Wunsch Gesangsstunden. Der Professor richtete sich mit Wutz und Tim auf einem Hügel häuslich ein. Heute bleibt die Schule geschlossen. Warum? Hausputz. Schon wieder? Ja, schon wieder. Kann gar nicht oft genug sein. Tim? Ja? Die Tür muss geölt werden. Mach ich. Ausgepfiffen, Papa? Ich bin umgezogen, Ping. Und nach einem Umzug schlafe ich immer gut. Umgezogen? Wohin? In eine Riesenmuschel. Ganz plötzlich habe ich sie am Ufer gefunden. Föhn, das sind die besten Funde. Du, ich will deine Riesenmupfel sehen. Schulischwänzchen? Ich habe heute von 2 Stunden das Pf geübt. Wozu? Das Pf kannst du doch prima. Aber das Esch, das musst du üben. Ich meine ja das Pf. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Das Meer ist so tief, das Meer. Und ich bin so traurig, so tief.
Augen. Mein Herz ist so schwer, so schwer. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, das Wasser ist nass. Sie ist so praktisch. Sie ist mein erstes Haus, das ich zumachen kann. Pass auf. Hier kann ich ungestört nachdenken. Die Sonne geht auf und unter und zieht über mich hinweg. Und der Mond geht auf und unter und zieht über mich hinweg. Und die Sterne ziehen. Das ist aber ziemlich viel geziehe. Hm? Zum Nachdenken ist das sehr gut. Wenn bloß mal der Seeelefant ein bisschen stiller wäre. Er stört mich sogar durch die Muschel durch. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ich schaue zum Himmelszelt hinauf und ich bin alleine in Gottes Welt, ja Welt. Na no, was ist das denn? Hallo, Irda! Hallo! Ich möchte auch so eine Pfönemupfel. Aber das ist meine Muschel. Hallo! Die Sterne ziehen über einen drüber. Jetzt musst du aber da rausgehen. Und der Mond zieht weg. Du musst dir halt auch so eine Muschel suchen. Und die Sonne, die feint Pfön. Raus! Hallo, ihr beiden da. Seht mal, da kommt was. Links! Schau mal, ein Eisberg! Ein ganz schön eisiger. Wer eiskalt ist, der Eisberg wird zum Wasser. Und davon wird das Wasser leider nur noch nasser. Wie eiskalt ist der Eisberg, bald ist er ganz. Unter Wasser ist er mindestens dreimal so groß. Erkälte dir nur nicht den Bauch. Er fängt von an zu tauen. Ein Eisberg, der taut. Wie traurig. Ach, wer ist möglich dann? Der Eisberg nicht lang. Hier steckt etwas. Etwas Eingefrorenes. Eine Mupfel. Vielleicht eine Mupfel. Oder nur ein Ball. Ich glaube, wir müssen den Professor holen. Schnell! Ute Geselusen. Guten Morgen, Wutz. Warum ist heute keine Schule? Weil Hausputz ist, verstanden? Außerdem ist der Professor wütend. Du kannst ja alleine üben. Das R geht bei dir noch nicht, stimmt's? Ja, das L happelt noch etwas beim LOL. Dieser Artikel über meine Forschung, die er... Gestatten? Wie? Ich möchte gern vorbei. Ja, bitte. Was habe ich gesagt? Der Artikel über deine Forschung. Ja, unerhört. Da schreibt dieser Mensch in der Fachzeitschrift für Urtierforschung, Professor Habakuk Dibbertongs sogenanntes Urmel... Gestatten? Wie? Ich möchte gern vorbei. Ja, ja, bitte, bitte. Wo war ich stehen geblieben? Genau an derselben Stelle. Bitte? Wo du jetzt stehst. Bitte? Zeitung. Ach so, ja, ja, ja. Ja, also da schreibt dieser... Zwengelmann? Ja, dass dieses sogenannte Urmel nur in der überreizten Fantasie des bedauernswerten Professors existiert. Des bedauernswerten Professors. Damit meint er mich. Gestatten? Nein, das gestatte ich nicht. Ich möchte gern vorbei. Bitte? Ach so, ja, ja, bitte. Danke. Ich werde ihm einen Brief schreiben, diesem Zwengel. Das Urmel ist ein nicht wegzudenkendes Bindeglied zwischen den Dinosauriern und den Säugetieren. Und zwar schreibe ich ihm diesen Brief in Altgriechisch. Da war der Zwengelmann immer in der Schule der Letzte. Wir haben einen Eisberg gefangen. Ganz aus Eis. Herr Professor, Herr Professor. Herr Professor, Herr Professor! Was? Der Herr Professor hat keine Zeit. Die Schule ist wegen Hausputz geschlossen. Am Strand kommt ein Eisberg geflogen. Mit einer Mupfel? So ein Blödsinn. Eine Mupfel?
Eine Muschel? Auf einem Eisberg kommt die geflogen. Eisberg? Meine Theorie der hiesigen Meeresströmungen bricht zusammen. Wir haben es doch gesehen. Es ist ja ein wunderschöner Eisberg. Herrlich. Du kannst ganz bestimmt. Ja, diese herrliche, schöne. Baba, wo ist der Eisberg? Am Strand unten. Los! Imposant. Ich habe ihn zuerst entdeckt. Ich zuerst. Ich hab was. Da ist ein Ei. Gack. Ein Ei. Gack. Der Eisberg muss an Land, sonst ertrinkt das Ei oder es schwimmt weg. Sicher wäre es nicht schade drum. Bestimmt macht es nur Dreck. Der Seeelefant könnte den Eisberg an Land schieben. Hör mal, du sollst dem Professor helfen, weil du so stark bist. Bei der Arbeit kann ich nicht singen. Sollst du auch gar nicht. Wenn ich nicht singe, bin ich nicht mehr traurig. Sollst du auch gar nicht. Hast du schon mal einen lastigen Seeelefanten gesehen? Nein. Eben. Schusch, kannst du das Ding nicht herbringen, ehe es ins Meer rollt? Ist aber ein bloßer Blocken. Versuch es, Schusch. Mir wird schwindelig. Fuchs! Schusch! Kannst du nicht hinüberschwimmen, Bing? Ich bin nicht quindelfrei. Und das alles ausgerechnet, wenn Hausputz ist. Jetzt brauchen Sie wohl den Eisberg nicht mehr. Gut. Aber Dankeschön hätten Sie schon sagen können. Diese. Wava, lauf bitte schnell in mein Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch, da muss das Hörrohr liegen. Ich erinnere mich genau, es dort abgelegt zu haben, als Wutz ihren Husten hatte. Vorsicht, ganz behut, Sam. Wutz, bitte, und Tim. Holt bitte alle Decken und Handtücher, die wir haben. Bitte schnell. Okay, Chef. Schusch. Bing. Bitte nicht an dem Ei knabbern. Nicht geknabbert. Ehrenwort. Nur ein Stückchen abgepickt. Warnfrei. Vorsicht. Na. Baba, hast du es? Es lag aber nicht auf dem Tisch, sondern im Papierkorb. Wie eiskalt ist der Eisberg, der Eisberg wird zu Wasser und davon wird das Wasser leuchten. Ich kann nichts hören. Seid doch mal ruhig. Sind doch ruhig. Das ist der Seeelefant, der so plärrt. Ich kann einfach nichts hören bei dem Geröhre. Höchstens 2 Stunden. Seeelefant, kannst du mal aufhüllen? Wir müssen ein Ei abhüllen. Nur ganz kurz. Wer hat das Ei gelögt? Wissen wir noch nicht. Nichts. Ich höre nichts. Es ist wohl durch und durch gefroren. Meinst du vielleicht, die Sonne wird es ausbrüten? Oh nein, es braucht tierische Wärme, wie von seiner Mutter. Ihr müsst abwechselnd brüten. Wava, du machst am besten gleich den Anfang. Aber vorsichtig, vorsichtig. Nein, nie. Ich meine vorläufig nicht. Wenn es etwas angewärmt ist, dann schon. Lasst mich hinauf. Ich bin nicht so zippelig und kann stundenlang auf Eis liegen. Bing ist zu klein. Eier, die ausgeblütet werden sollen, müssen gänzlich unter dem Blüterfell schwinden.
Wie wär's mit Wutsch? Niemals. Ist auch gut so. Das gibt nämlich Rührei mit Pfdinken. Warum soll nicht Ping mit dem Brüten beginnen? Man müsste nur alle Decken und Tücher über ihn legen. Dann ist das Ei ganz bedeckt. Tücher, Decken, nur zu. Wir werden eine saubere Wirtschaft kriegen. Aber wie sagt der Lateiner, Variatio delectat. Wie lang muss ich da drin bleiben? Wenn das Ei die Temperatur einer Wärmflasche erreicht hat, dann löst dich Wawa ab. Und dann kommt Schusch. Dann wieder, du. Und wenn der Seeelefant nicht bald zu singen aufhört, dann kommt er auch noch unter die Decke. Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar. Quitzst du auch so, Wawa? Immer noch besser als Bären. Und dann kommst du dran. Pupf. Sag nicht immer Pupf zu mir. Ich heiße Schusch. Schusch. Das Pupf ist meine Pfarre Pdelle. Entpfundige Pupf. Sprachfehler muss man eben üben. Ich gehe jetzt. Pfupf. Wohin? Wawa hat eine Mupfel und in die lege ich mich hinein. Warum jetzt? Weil er jetzt nicht kann. In der Mupfel kann ich nämlich ungepfört nachdenken. Die Sonne geht auf und unter und zieht über mich hinweg. Und der Mond geht auf und unter und zieht über mich hinweg. Und die Pfterne ziehen... Das ist aber ziemlich viel Geziehe. Leise. Warum? Damit es Wawa nicht hört. Ich habe alles gehört. Wenn ich abgelöst werde, schmeiße ich dich raus. Dann gehe ich fort von alleine. Tim. Wenn meine Rechnung, meine Theorie stimmt, dann, Dann ist es ein Urmelei? Dann ist es ein Urmelei. Ja, 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 ja. Man wird mir den Nobelpreis verleihen. Und der Zwängelmann, der wird vor Zorn quietschen. Egal, was aus dem Ei auch rauskommt. Wenn was rauskommt, ins Haus kommt es mir nicht. Ich habe gesprochen. So. Jetzt gehe ich zu meiner Muschel. Warum? Ping rausschmeißen. Dann bin ich aber ganz allein. Und was ist, wenn das Ei zerbricht? Ich schicke dir Ping. Der ist als Nächster dran. Zum Brüten. Und die Sonne zieht weg. Und der Mond geht auf. Und die Pferde dran. Und feinen Zähnen. Ja, und jetzt geh schön raus. Sonst gehe ich auf und ich strahle gar nicht schön. Es war wunderpfön. Glaubst du, ich finde auch mal so eine pfölne Mupfe? Bestimmt. Aber jetzt musst du gehen und Schusch ablöschen. Glaubst du, ich krieg mal so eine pfölne Mupfe? Vielleicht vom Osterhasen. Hilfe! Hilfe! Das Ei! Das Ei, es zerbricht! Es hat getickt. Im Ei hat es getickt. Zu Hilfe! Ich kann nicht sehen. Wo ist der Professor? Da fliegt ein Gespenst. Das ist Pfupf. Hallo, wo bin ich? Herr Professor? Schusch! Er hat sein Brutgeschäft verlassen. Her mit den Decken, Frevler! Das Ei, es bewegt sich. Es ist ein bisschen gelollt. Und ich bin so erschlocken. Der Nobelpreis. Nein, das Ei. Eine schöne Eierei. Hallo. Ist da wer? Vorsicht, Mama! Vielleicht kommt ein Ungeheuer heraus. Zurück! Achtung! Wir waren's nicht. Das Ei wankt ganz von alleine. Es lebt. Tatsächlich, es lebt. Hör mal, kannst du mal ein bisschen still sein? Warum? Wir kriegen ein Baby. Was soll denn das sein? Ich glaube, es könnte, du liebe Güte. Das Ding da ist aber altglühend. Dem Ding da muss zuallererst mal die Nase geputzt werden. Ich weiß nicht. Wer du auch bist, jetzt schneuz erst einmal. Los! Wem darf man denn gratulieren?
Es quiekt. Oh ja, 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 kein Zweifel. Es ist ein Urmel. Was für ein Wunder. Oh, du saftige Rübe, es hält mich womöglich für seine Mutter. Undankbare Geschöpfe. Nicht einmal eine Antwort kriegt man. Ich meine, man muss sehr vorsichtig sein. Kein Transport. Es fühlt sich wahrscheinlich nur hier wohl, hier, wo es geboren wurde. Wir werden drüben am Waldrand eine Urmel-Babystube einrichten. Ohne mich. Ich versorge deinen Haushalt, ich nähe dir die Knöpfe an und bereite dir die Mahlzeiten. Du bist eine wunderbare Köchin. Vor allem dein Pichelsteiner Eintopf ist köstlich. Aber niemand kann mich zwingen, Habakuk. Oh. Niemand. Weit ab von meiner gemütlichen Schlummertonne, meine Nächte mit dieser abscheulichen Schreckensgestalt zu verbringen und sie zu babysitten. Wutz. Ich denke nicht dran. Mini, 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 putz, öff, öff. Nein. Also, gut. Urmele, schlaf endlich, es ist doch Zeit. Bald wird es dunkel sein, hier weit und breit. Dann gehen die Sterne auf am Himmelszelt. Ich bin alleine auf dieser Welt. Urmele, schlaf endlich auf dieser Welt. Geld, Urmele, Geld auf dieser Welt. Sehr geehrter Herr Dr. Zwängelmann, Edge, Sie sind widerlegt. Wir haben ein Urmel, ein lebendiges. Was sagen Sie nun? Mein Hausschwein zieht es auf. Haha. Mit kollegialem Gruß, Professor Habakuk Tibaton. Natürlich gab es keine Poststation auf der Insel Titivu. Darum steckte der Professor seinen Brief in eine leere Himbeersaftflasche und bat Schusch, diese dem Nordäquatorialstrom anzuvertrauen. Nach des Professors Berechnungen müssten die Meeresströmungen sie in etwa 3 Monaten nach Pumpolonien treiben. Als der Professor Wutz von dem Brief erzählte, sagte diese: Hast du da auch keine Dummheit gemacht, Professor? Wie recht sie mit ihrer Befürchtung hatte, stellten sie alle leider viel zu spät fest. Thank you.
dabei, ihr Völkerscharen, zu dem Tötowoer Strand. Ja, dann würdet ihr erfahren, was euch jetzt noch unbekannt. Ich bin ein Seelefant. Strömt herbei, ihr Völkerscharen. Wer hat schon mal von einem singenden Seeelefanten gehört? Bestimmt noch niemand. Tatsache aber ist es, dass es ihn gab. Er lebte auf der Insel Titivu und diese lag irgendwo in irgendeinem Meer. Der Seeelefant war nicht der einzige Bewohner auf Titivu. Da ist Schusch. Schönen Gruß von den Andeln. Du sollst bitte leiser singen. Schusch, der Schuhschnabelvogel, hatte beim Sprechen Schwierigkeiten mit dem R. Wawa, der Waran, eine Eidechsenart, beherrschte das S und das Z nicht ganz einwandfrei. Was machst du denn jetzt schon wieder in meiner Muschel? Raus da, raus! Immer föhn langsam. Wenn du nicht in deiner Mupfel bist, dann darf ich doch ein bisschen drin schlafen, oder? Ping, der Pinguin, konnte kein Sch sprechen. Es kam immer nur ein Pf heraus. Professor Habakuk Tibatong, der den Tieren das Sprechen lehrte, hatte vor einigen Monaten seine Heimatstadt den Rücken gekehrt, nachdem man ihn dort wegen seiner etwas eigenartigen Forschungen ausgelacht hatte. Vor allem galt seine Beschäftigung der Urmelkunde. Tim Tintenklecks, ein aufgeweckter kleiner Bursche, half ihm dabei. Ja, was ein Urmel ist? Augenblick. Das ist ein Urmel. Dem Professor war es geglückt, ein Urmelei ausbrüten zu lassen. Und jetzt wurde das Urmel behütet von der Haushälterin des Professors. Diese hieß Wutz und war ein Schwein, das völlig fehlerfrei sprechen konnte. Etwas voreilig war es allerdings vom Herrn Professor, dass er die Existenz des Urmels seinem ihm nicht gerade wohlgesonnenen Kollegen Dr. Zwengelmann in Pumpolonien per Flaschenpost mitteilen wollte. Es dauerte 6 Monate und 6 Tage, bis sie ihr Ziel erreichte. Und eines Morgens stand sie brav neben der Milchflasche vor Dr. Zwengelmanns Tür. Nanu? Sehr geehrter Herr Dr. Zwengelmann, Edge. Wie bitte? Edge, Sie sind widerlegt. Wir haben ein Urmel, ein lebendiges. Was sagen Sie nun? Mein Hausschwein zieht es auf? Haha. Haha? Mit kollegialem Gruß, Professor Habakuk Tibatong. Das ist doch... Pumpolon, die Hauptstadt von Pumpolonien, hatte einmal einen König. Er hieß Pumponel. Aber eines Tages mochte ihn das Volk nicht mehr und setzte ihn ab. Seitdem beschäftigte er sich nur noch mit der Großwildjägerei. Herein! Majestät, der Direktor des Naturkundlichen Museums, der Professor der Zoologie, der Direktor des Tiergartens. Meine Herren. Majestät. 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 Was ist? Revolution? Soll ich wieder regieren? Ach, wegen einer solchen Kleinigkeit würden wir Sie doch nicht belästigen, Majestät. Nein, denken Sie nur, heute Morgen steht diese Flasche vor meiner Haustüre neben der Milch und darin steckt dieser Brief. In der Milch?
Natürlich nicht, Majestät, sondern in dieser Flasche. Na drum, ich hätte mich sonst auch sehr über unsere Kühe gewundert. Nun ja, heutzutage werden die tollsten Erfindungen gemacht. Ja. Dieser Herr Absender, unser Kollege Tibaton, behauptet, ein lebendiges Urmel ausgebrütet zu haben. Wenn das stimmt, eine Attraktion. Das Urmel müsste ins Freigehege unseres Zoo und ich ins Fernsehen. Ausgestopft ins Naturkundliche Museum. Dahin müsste es. Ein Urmel? Sammy! Majestät! Sammy, pack den Tropenhelm aus der Hutschachtel, tank den Hubschrauber auf, wir machen eine Safari. Wir werden dieses Urmelungetüm fangen, erlegen. Heia! Safari! Donnerwetter ist das schön, auf die Jagd zu gehen, bum bum. Durch die Wälder, durch die Aue, nach dem Wild zu sehen, bum bum. Donnerwetter, hoch die Flinte und dann kracht der Schuss, bum! Donnerwetter, Donnerwetter, das ist ein Genuss. Heia, 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 Safari! Ja, und nun sei mal schön artig. Quiek! Eigentlich bist du doch schon längst zu groß, um immer in der Wiege zu liegen. So, da bin ich. Wie geht's? Danke der Nachfrage. Ja, was ich sagen wollte, meine liebe Wutz, ich glaube, es könnte nicht schaden, wenn du mal bei mir nach dem Rechten sehen würdest. Ja. Professor, mir ein Schlimmes. So? Nun ja, du fehlst mir natürlich sehr. Tschüss, tschüss. So, und jetzt? Geh du mal schön raus aus dem Bettchen und stell dich vor mich hin. Na denn nicht. Pass auf. Mach den Mund schön auf und sag ah, ah. Aha, ja, das ist schon ganz schön. Du brauchst es mir nur genau nachzumachen. Mäh! Buh, buh! Also gut. Schön. Aller Anfang ist schwer, aber wenn du erst mal zum Esch kommst, das wird happig. Ja, hat die Insel schon sowas gesehen? Die Hemden des Professors und die Gesichtshandtücher. Ja, wer hat dir denn das erlaubt? Antwort! Ich habe mir eine Mopfel gebaut. Eine was? Eine pföhne Mopfel. Dir gebe ich gleich eine schöne Muschel. Raus mit dir, oder? Geh ab von. Also das ist... Das ist... Das ist... Bäh! Auch noch. Ganz schön schimpft sie, die alte Wutschin. Ich schau mal nach. Vielleicht ist das das Zweitbeste, Mama. Was hast du gesagt, Urmelkind? Sag's noch mal. Flieps. Du hast ganz deutlich Mama gesagt. Ganz deutlich. Mama, du hast es gehört. Das ist auch kein Kunststück. Da ist ja auch kein Esch drin. Es hat Mama gesagt. Na, der kann sich aber freuen. Du kannst hier schon richtig schwätschen, du. Klar, aber nicht petzen. Keine 10 Minuten, geschweige denn 10 Wochen, kann man dich allein lassen, ohne dass dir die Tiere nicht auf der Nase herumtanzen. Arf. Oder hast du vielleicht deine Hemden auf den Boden gefeuert und dich da herin herumgewälzt? Nein. Ping wollte sich eine Muschel einrichten. Und da konntest du nicht Nein sagen. Wie? Jetzt sei friedlich, Wutz. Hör mal, Urmel hat gesprochen. Was? Es hat Mama gesagt. Zu dir? Es hat dich gemeint. Mama. Ja? Mama. 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 Mie. Mein Liebling, mein Süßer, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Jetzt bist du erwachsen und jetzt ziehen wir um, hinauf in die Hütte. Du kannst ja schon laufen. Mie. Macht
nichts, wir tragen dich. Sag noch mal, Mama. Meh, meh. Ja, ja, und jetzt ziehen wir um. Umzug? Das ist nichts für mich. Wawa? Ängste. Nanu, die Muschel ist fest zu. Ist da jemand drin? Wer ist denn da drin? Da ist jemand drin und hält zu. Und ich weiß auch schon, wer das ist. Aber jetzt probiere ich mit Licht. Oh, was ist denn das? Da kommt ja eine wunderschöne Muschel auf dem Meer dahergeschwommen. Die ist ja noch viel, viel schöner als meine. Das, wenn der Ping sehen würde, da täte er sich aber freuen. Wo ist die Mopfe? Ich zähle bis drei. Wenn du dann noch nicht verschwunden bist, zwicke ich dich in deinen Bauch. Eins, zwei... Ach, ihr seid alle pfäuslich ekelhaft und könnt nur pfipfen. Ich gehe jetzt und komme nie, nie, nie mehr wieder. Wiedersehen, Wawa. Die Sonne geht auf und unter und zieht über mich hinweg. Und der Mond geht auf und unter und zieht über mich hinweg. Und die Sterne und alles ist eigentlich ein bisschen langweilig, findest du nicht, Ping? Ping, wo bist du? Ping, darfst ein bisschen in die Muschel? Wo bist du? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, die Wände sind stark, so stark. Sie werden seit uralten Zeiten, und das ist sehr arg, sehr arg. Ist weder ein Eisberg angekommen, oder was sonst? Nichts ist angekommen. Ich bin traurig, weil ich keine Mopfel habe. Und darum möchte ich jetzt bei dir ein bisschen singen. Ein trauriges Lied. Mhm. Oh, es könnte schön sein, traurige Lieder zusammen zu singen. Sehr schön. Singst du die erste oder singst du lieber die zweite Stimme? Das ist mir wurscht. Dann die erste. Schön. Zwei, drei. Es ist alles doch, es ist alles drüber. Und ich, wir sind allein, sind so allein, sind so allein, sind so allein, 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 allein. Die Welle zischt, es dampft die Gäst, die Welle zischt, es dampft die Gäst. Es ist alles doch. Ping! Ping! Wie grässlich der Seeelefant heute wieder singt. Ping! 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 Nanu, was ist das denn? Da war ich ja noch nie. Wo geht's denn dahin? Das ist aber interessant. Schöne Musik. Donnerwetter ist das schön, auf die Jagd zu gehen, bum bum. Durch die Wälder, durch die Aue, nach dem Wild zu sehen, bum bum. Donnerwetter, hoch die Flinte und dann kracht der Schuss, bum. Donnerwetter, Donnerwetter, das ist ein Genuss. Heia, 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 Safari. Majestät, wie weit ist es denn noch zu dieser sagenhaften Insel mit dem grauenhaften Ungeheuer? Such den Horizont ab. Wir müssten sie eigentlich bald erreicht haben. Da ist was. Es ist eine Insel. Eine Insel mit einem Berg. Und das Ungeheuer? Siehst du es? Nein. Oder doch? Da ist etwas auf einem Riff. Na, das wollen wir uns mal ansehen. Da kommt aber eine große Biene. Meinst du, das gibt's dich? Das ist kein Kerl. Was denn?
etwas Gehöriges. Menzel? Ja. Dann müssen wir uns verstecken. Ich befürchte, man hat uns schon gesehen. Komischer Tag heute. Hören wir zu, frage ich besorgt. Das Tier ist futsch. Das sehe ich selber. Hunger. Ja, jetzt warte noch ein Weilchen. Schnell, meine Büchse! Was war? Ein merkwürdiger Mensch. Er hatte eine Kasserolle auf dem Kopf. Guten Tag. Bitte? Ich sagte, guten Tag. Sind Sie etwa auch traurig? Sami. Majestät? Haben wir die Tabletten gegen Sonnenstich dabei? Jawohl, Majestät. Her damit. Und? Hat er nichts gesagt? Fast nichts. Vielleicht ist er pfdumm. Du meinst, ich hätte keinen Sonnenstich? Aber das Tier? Beweist, dass wir auf der richtigen Insel gelandet sind, wo der merkwürdige Professor den Tieren das Sprechen beibringt. Donnerwetter! Gehört euch diese fliegende Mupfel? Wer ist das denn, Donnerwetter? Ich heiße Ping und ich suche eine Mupfel. Mupfel? Was ist eine Mupfel? Sami, weißt du's? Nein, Majestät. Ich habe einen kleinen Sprachfehler. Es soll eigentlich Mupfel heißen. Aha. Ich kann nämlich das nicht gut aussprechen. Du kannst das aber doch ganz ausgezeichnet. Ja, aber es soll nicht heißen, sondern er meint das. Aha. Oh. Was wollt ihr, Herr? Safari, wir suchen ein grässliches Ungeheuer. Es heißt Urmel. Kennt ihr es? Was wollt ihr von dem Urmel? Schießen oder fangen, egal. Jagd wollen wir auf es machen. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Peng nicht mehr traurig. Aber ich bin es wieder. Und ich habe Hunger. Na schön, dann wollen wir uns erst mal stärken. Was ist das? Käse. So was ist er? Es war einmal ein armes Schwein, das war sehr fein, ganz borstenrein und hieß Öff Öff. Die Haut sah aus wie Marzipan und fühlte fast wie Plüsch sich an. Öff Öff wollte ein Ferkel klein, doch leider blieb es ganz allein. Warum hat sie denn kein Kind bekommen? War sie nicht brav? Tim? Ja? Der Kinderwagen müsste geölt werden. Ja. Warum hat sie denn kein Kind bekommen? War sie nicht brav? Ja, jetzt hör doch erst mal weiter. Da ging es abends in den Wald. Oh, war das finster, war das kalt. Armes Öff Öff, es wollte sterben auf der Stell. Es legt sich hin, das sah es schnell. Ein großes Ei im Grase da, das fraß es auf, tralalala. Das ist aber komisch. Warum frisst sie denn noch, wenn sie sterben will? Jetzt wartet doch ab. Wawa, Wawa, mach auf! Es ist wichtig, sehr wichtig. Leben oder Tod. Du, Pfupf. Eine Sache, so eine Muschel. Alles zieht vorbei. Die Sonne, der Mond, die Stellen. Das ist es, Lebenssache. Urmel ist in Gefahr. Komm schnell. Urmel? Wie strahlte da das arme Schwein? Nun war es nie mehr so allein. Es lief und ward bekannt als glücklichste im ganzen Land.
Zu Hilfe! Professor! Wutz! Auf! Gefahr! Eine Pfönebepferung! Isst zuerst hinunter und dann erzähl. Ich esse doch gar nichts. Wie? Ah ja, was ist? Ein König ist gekommen in einer fliegenden Mupfel und eine Kasserolle hat er auf dem Kopf und einen Diener. Was macht er denn mit einem Diener auf dem Kopf? Was will er? Er will das Urmel pfießen. Schießen? Schießen? Das Urmel? Ja, nur mich. Ganz allein. Auf. Aber woher kann er nur wissen, dass... Ach, der Zwängelmann, ja natürlich, die Flaschenpost. Oh, ich, Dummkopf. Mein armes, kleines. Aber ich werde diesen König unter meinen Klauen zermalmen. Das Urmel muss versteckt werden. Ich will aber den König sehen. Ich habe noch nie einen König gesehen. Am besten sperren wir es in sein Zimmer, machen Tür und Fenster zu und lassen niemanden hinein. Ich will nicht einsperren. Urmel will König sehen. Will König sehen. Hier, das ist es. Also, wir haben noch nie etwas von einem Urmel gehört. Noch nie. Noch nie. Wir müssen jetzt hinausgehen und uns zeigen. Er soll den Eindruck haben, dass wir nichts, aber auch gar nichts verheimlichen. Kommt. Da kommen Sie. Wo ist das Urmel? So, da wären wir. Wo werden wir übernachten? Das ist eine berechtigte Frage, Sami, aber sie kommt etwas zu früh. Ich will mich doch erst mal ein bisschen umsehen. Sieh da, da scheint doch unser Professor zu kommen. Willkommen auf der Insel des Friedens zwischen Mensch und Tier. Aha, sehr diplomatisch, kenne ich. Brechen Sie sich nicht die Zunge ab, mein Lieber. Darf ich Sie, Majestät, bei Ihrem kurzen Aufenthalt auf unserer Insel zu einem Glas Tee einladen? Mit Gepäck? Das Gepäck können Sie ruhig hier lassen inzwischen. Es kommt nichts weg. Nein, ich meine, gibt's zum Tee auch was zu knabbern? Selbstgebackenes, selbstverständlich. Sie? Meine Haushälterin. Oh. Ein Schwein. Gratuliere. Sami, du bleibst hier und passt auf den Hubschrauber auf. Jawohl, Herr Pomponell. Übrigens, wer singt denn hier gar so grässlich? Tag, ich heiße Tim. Fliegst du ihn? Tag, ich heiße Sami. Ja, manchmal. Schwer? Nicht leicht. Möchte auch mal? Geht nicht. Verboten? Ja. Vielleicht ein andermal? Möglich. Tschüss. Tschüss. Das ist toll. Ist das toll? Es ist toll. Oh. Geheimnis. Ganz toll. Und ich hab's entdeckt. Sie behaupten also, das Urmel gäbe es gar nicht. Gibt es nicht, nein. So. Sagen Sie die Wahrheit? Absolut. So. Machen wir es kurz, Sie geben es heraus. Ich bezahle einen anständigen Preis und es bleibt am Leben. Andernfalls, ich schieße sehr gut, Professor. Majestät. Nun gut. Nehmen wir mal an, das Urmel existiert nicht. Nur in meiner Fantasie, Majestät. Ja. Dann wäre ich also umsonst hierher gekommen. Das passt mir nicht. Kurzum, ich erkläre hiermit diese Insel zu meinem Königreich und wir bauen einen gemütlichen Palast. Halten Sie sich raus, Fräulein Wutz. Frau Wutz. Sie kriegen einen schönen Posten. Sie werden die königliche Küche führen. Sie, Professor, werden Staatsminister. Der kleine Freund hier wird Adjutant. Der Pinguin wird königlicher Briefträger. Und was werde ich? Ich will Königin werden oder Prinzessin oder... Was ist das? Sie haben mich belogen, Professor. Thank you.
Sie haben gelogen, das verzeihe ich Ihnen nie. Und nun werde ich das Urmel suchen und finden. Und wenn ich ein ganzes Jahrhundert auf der Insel bleiben müsste, Donnerwetter nochmal. Danke, Tim. Du hast das Urmel gerettet. Das war doch selbstverständlich. Der Pfuss ging ins Leere. Kinder, wir müssen das Urmel suchen. Schusch, flieg über die Insel. Lass keinen Flecken aus. Bin schon unterwegs. Jeder von uns sucht auf eigene Faust. Wir müssen es finden und gleich wieder verstecken. Klar? Klar. 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 Frau, die Mupfe. Na und? Sie ist geflossen. Na und? Und weißt du, wer vielleicht drin ist? Wer? Urmel war feindlich. Urmele, Urmele. Urmele, komm raus, die Mama ist da. Urmele. Schrei doch nicht so laut. Los, verstecken. Ein seltsamer Tag. Immer zu krieg ich Besuch. Aber tagelang kümmert sich niemand um mich. Könnt ihr das nicht ein bisschen einteilen? Hast du Ulmel gesehen? Nein. Aber sag ihm, wenn es mich besuchen will, dann möge es morgen kommen. Strömt herbei, ihr Völkerscharen, zu dem Tete, wo er strandt. Zu der Insel der Gefahren und sehr schnell seid ihr gebannt. Ich bin ein Seeelefant. Der ehemalige König Pumponel, begleitet von seinem Diener Sami, wollte das seltenste Lebewesen der Welt fangen, das Urmel, tot oder lebendig. Das Urmel lebte auf der Insel Titiwo und hatte viele Freunde. Da war der Seeelefant,
Dann Schusch, der Schuhschnabel. Ping, der Pinguin. Tim. Professor Habakuk Tipatong. Und Wutz, seine Haushälterin. Hast du mich jetzt erschreckt? Und du erst? Ich hab schon gemeint, ich bin's. Wie kommst du denn hierher? König ist kommen, peng, süß, Urmele weg, futsch. Erzähl mal ganz langsam. Piff, paff, bum, 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 bum. Au, 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 au. Ganz glücklich. König kommt, siehst, hat mich aber nicht getroffen. Urmele macht Reis aus. Du bist auf der Flucht? Immer der Rand, immer der Rand. Und brauch jetzt ein Versteck. Ich weiß ein sicheres Versteck für dich. Ich bring dich in eine Höhle. Da ist der Brummer wieder. Jetzt komm schon. Da ist aber finster. Komm. Was pfeift denn da? Ich weiß es nicht. Pfeift aber schön. Ommel, jetzt hör mal zu. Pfeift das hier immer so? Hier bist du sicher. Schöne Pfeiferei. Jetzt bleib schön hier. Geh weder hinein noch hinaus. Ich lass dich jetzt allein, um dem Professor zu sagen, dass ich dich gerettet habe. Du? Ja, wer sonst? Und wer pfeift hier so schön? Tschüss, ich geh jetzt. Gib Acht, wenn du über die Straße läufst. Tschüss. Tschüss. Und geh nicht weiter. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo da die Pfeiferei herkommt. Hier ist nichts, Majestät. Also dann rüber, auf die andere Seite der Insel. Also, wir haben das Urmel nicht gefunden. Nun, da ist ja auch was Gutes dran. Ich möchte wissen, wieso das gut sein soll. Nun, wenn wir es nicht finden, dann findet es dieser König auch nicht. Und solange wir ihn fliegen hören, solange wissen wir, dass dem Urmel keine Gefahr droht. Aber wenn er landet? Ich habe hier dem König einen Brief geschrieben, in dem ich ihn bitte, die Insel wieder zu verlassen. Fickst du ihn mit der Flapfenpost? Ich werde dich bitten, ihn zu überbringen. Pfei! Achtung, er landet! Bande! Ich werde es euch schon noch zeigen. Soll ich mich von diesen Insulanern an der Nase herumführen lassen? Was sagst du, Sami? Ich hab Hunger. Sehr richtig. Was? Ach du, die ganze Zeit hast du Hunger und Schlaf. Wer kommt denn da? Sind Sie Herr Pumponell? Du weißt genau, dass ich König Pumponell bin. Dann habe ich was für Sie. So, was denn? Einen Brief. Ja, dann gib doch schon her. Kann ich zuerst mal Ihren Ausweis anpfauen? Hier, da. Das ist mein Ausweis, du dummer Vogel. Und jetzt her mit dem Quatsch zum Donnerwetter. Was soll denn das sein? Meine Leder einsam endlich Tränen schwör. Und es rauscht immer wieder. Ach, das tiefe, tiefe Läuse flöhen meine Leder. Ach, mein Herz, das ist so leer. Föhn traurig, wie er heute wieder singt. Wie? Ach, was? Mögen Sie keine Musik? Sie also Gerechtigkeit und Frieden. Die Insel wieder zu verlassen.
Du Papalapap-Gefühlsduselei, jetzt erst recht. Husch, husch, fort mit dir, oder du lernst bei mir fliegen. Bist du verletzt, Pin? Pin? Ich bin's doch. Ich, Baba. So, und jetzt habe ich eine Idee. Pass mal auf. Dieses Urmel scheint doch recht neugierig zu sein, nicht? Also, und außerdem will es wie alle Kinder alles haben, was es sieht. Gut, wir bauen jetzt aus Stämmen, Bambus und so weiter ein kleines, hübsches Häuschen. Außen kommt eine Tafel dran, Urmelhaus. Die Türe aber ist so konstruiert, dass sie nicht wieder aufgeht, wenn ein gewisses Tier erst einmal hineingekrochen ist. Na, na, etwas mehr Respekt, Kerl. Haha. Da kommt Pin wieder. So, lasch, ist er noch nie gelandet? Er hat auf mich gepfussen. 4 Püsse. Puss ob Puss. Das sieht ihm ähnlich, diesem Unhold. Er wird auch wieder auf Urmel schießen. Wenn wir nur wüssten, wo es ist. Hört mal alle zu. Wawa. Ich habe das Urmel gerettet. Alle Mammis sagen immer, Kindlein, gib's in Acht. Bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Kindlein größer darf spazieren gehen, weil sonst könnt das kleine Kindlein gar nicht schöne Sachen sehen. Weil sonst könnt das kleine Kindlein gar nicht schöne Sachen sehen. Alle Kindlein sagen immer, Mami, lass mich raus. Bleib ganz lieb in deinem Zimmer, ich komm bald nach Haus. Aber wenn das Kindlein fort ist, denkt es nicht mehr dran, weil es doch so viele 100 schöne Sachen sehen kann. Weil es doch so viele 100 schöne Sachen sehen kann. Wenn das kleine Kindlein dann nach Hause fröhlich geht, schimpft die Mami gleich das Kindlein, du kommst viel zu spät. Liebe Mami, sei nicht böse und merk dir zum Schluss, dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Ui! Und so eine schöne Pfeiferei. Kennenzulernen. Ich bin das kleine Urmelchen. Und wer bist du denn? Kannst du noch nicht sprechen? Dann musst du aber zum Professor gehen. Der tanzt dir lernen. Oder glaubst du aber nicht? Tschüss. Geht's hier nach Hause? Oder geht's da nach Hause? Oh, das sind aber schöne Eiszapfen. Sowas ist ein schönes Andenken an die Sommerzeit. Da, da riecht's aber atomisch. Haha, lustiger Rauch. Sehr spaßig. Ha 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 ha
Bald fertig? Tu mein Möglichstes. Hunger, Durst, Schlaf. Ist das richtig? Genau. So schaut der Berg von innen aus. Und da ist der See? Genau. Da ist der See mit der Riesenkrabbe. So. Und jetzt gehen wir. Um Himmels Willen, wohin? Zu meinem Urmele. Es wird Hunger haben, frieren und Durst. Langsam, meine Liebe. Natürlich langsam. Oder glaubst du etwa, ich könnte mit dem Gepäck einen Weltrekord aufstellen? O alte Borsenherrlichkeit, wohin bist du entschwunden? Litteralalalala, litteralalalala, das muss ich mal erkannten. Den Burschen gut bedeckt, der Staub. Wenn dieser entsetzliche Seeelefant auch nachts sieht, dann werde ich vermutlich kein Auge zudrücken. Irgendwann muss er ja auch einmal schlafen. Hoffentlich. Das Haus ist fertig. Ja. Fehlt nur noch das Urmel. Baba, bist du sicher, dass es die richtige Höhle ist? Ich habe gesagt, ich soll beim Eingang bleiben. Es muss weitergegangen sein. Und das ist der Weg zum See. Also, vollwärts. Gibt's hier keine Mupfel? Urmeli. Urmeli. Professor, was ist das für ein schauderhaftes Ungetüm? Es dürfte sich hier um ein Mitglied der Familie der japanischen Riesenkrabbengruppe handeln. Fäuslich! Und außerdem kriegt man von dem dauernden Gepfeife ganz viel Kopfschmerzen. Ja, ja. Wo mögen nur diese Töne herkommen? Mir ganz egal. Wo ist das Urmel? Professor, meinst du, wäre es möglich, dass dieses Ungeheuer da... Ich nehme an, das Urmel treibt einen Spaß mit uns und spielt Verstecken. Übrigens... Findet ihr nicht auch, dass es hier etwas sonderbar riecht? Fauderhaft. Aber ich habe gedacht, es wäre Wutz. Lümmel. Da ist es. Hierher kommen. Wir haben es. Und es rührt sich nicht. Urmelchen. Ist ihm was passiert? Ist es tot? Nein, es lebt. Aber es ist verletzt. Professor, was sollen wir tun? Es ist am Kopf getroffen worden. Von diesem Stalaktiten vermutlich. Wie bringen wir das Urmel hier raus? Auf dem Wägelchen. So eine Gemeinheit. Er freut sich, weil das Urmelchen verletzt ist. Wir müssen hier raus. So schnell als möglich. Das sind giftige Dämpfe. Sie reizen vermutlich zum Lachen. Baba, zieh Bing weg. Los, raus, ehe es zu spät ist. Ping, warte. Ping,
Lauf nicht so schnell. Stichenfenster Mitternacht und seh der Sterne Zauberpracht. Sie funkeln hoch am Himmelszelt. Ich bin allein in Gottes Welt. Sie funkeln hoch am Himmelszelt. Ich bin allein in Gottes Welt. Fenster mit Ach, ich kann kein Auge schließen. Diese verflixte Insel mit ihren sprechenden Tieren. Ein Glück nur, dass der Professor nicht auch noch den Bäumen und Pflanzen das Reden beigebracht hat. Mich erhält, ich bin allein. Hört nur, wie dieser fette Seeelefant jault. Seit Stunden rührt er ohne Pause. Unerträglicher als Hunde, die den Mond anheulen. Ruhe! Mimi! Und halte einsam meine Wacht. Als Elefant. Majestät sollten einen Schreckschuss abgeben. Bin schon dabei. Hörst du? Nichts? Eben. Ich habe den Kerl zum Schweigen gebracht. Dem Himmel sei Dank. Ich bin allein in Gottes Welt. Nein, das bist du eben nicht, rücksichtslose Bestie. Ich will endlich schlafen zum Donnerwetter. Ich in finstrer Mitternacht und seh mein Leben in Betracht. Dass man mir da anheimgestellt. Ich bin allein in Gottes Welt. Dass man mir da anheimgestellt. Ich bin allein in Gottes Welt. Jetzt hat er sich hingelegt. Hoffentlich. Was ist denn das schon wieder? Halt! Wer bist du? Was willst du? Rennst du diesem Ping da nach? Ja. Also, ist er dein Feind? Nein. Ja. Er ist mein Feind. Und der Professor ist mein Feind. Und erst noch diese Wutsch. Ein Feind. Sami, hörst du? Ein Feind. Wir haben Verstärkung. Wir sind nämlich auch Feinde. Ihr seid auch Feinde? Das ist ja prima. Jetzt sind wir vier Feinde. Wieso vier? Eins, zwei, drei. Ist ja wurscht. Auf einen mehr oder weniger kommt's ja jetzt nicht an. Wie heißt du? Meine Freunde nennen mich Wawa. Welche Freunde? Ach, die von wo ganz woanders her. Also, mein lieber Wawa, willst du uns helfen, das Urmel zu suchen? Nein. Warum nicht? Weil ich weiß, wo es ist. Da wäre ich ja schön dumm, wenn ich da lang suchen täte. Du weißt? Ist ja toll. Führ uns sofort hin. Jetzt? Mitten in der Nacht? Warum nicht? Haya, Safari. Scheiße. Halt. Hört mal. Da kommt wer. Und kein Wort. Sonst hört uns womöglich eins von den Professorenbiestern und schlägt Alarm. Volle Deckung. Der König ist es.
Los in die Büsche. Was war das? War was? Ja, Sammy, schau mal in die Büsche. Halt, da gibt's Schlangen. Kommt, wir müssen weiter schleichen. Da, hast du's jetzt gehört? Was war das? Ach, das? Ja, Kuckuck. Was? Hier ein Kuckuck? Schütze-Kuckuck. Schütze? Zum Teufel, dieses blöde Lachgas. So, das ist die erste Station. Was heißt da, erste Station? Jetzt müssen wir warten bis morgen. Ja, warum denn zum Donnerwetter? Weil es in dem Berg schon so finster ist, dass du dir deinen Kopf anbolzt. Oder hast du eine Taschenlampe? Sammy, haben wir eine Taschenlampe? Nein, Majestät. Zum Teufel. 37,5. Das ist gut. Atmung und Puls sind schwach, aber nicht bedenklich. Wahrscheinlich eine leichte Gehirnerschütterung. Es braucht Ruhe. Und nochmals Ruhe. Und Wickel. Und nochmals Wickel. Und Ruhe. Ruhe! Hört mal zu, ich weiß was Pföhles von Wawa. Schrei nicht so! Ich frei gar nicht. Ich weiß etwas von Wawa. Was wirklich Aufregendes. Wisst ihr, was Wawa macht? Donnerwetter ist das schön, auf die Jagd zu gehen, bum bum. Durch die Wälder, durch die Aue, nach dem Wild zu sehen, bum bum. Donnerwetter hoch die Flinte und dann nach dem Schuss, bum. Donnerwetter, Donnerwetter, das ist ein Genuss. Heia, 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 Safari. Donnerwetter, weiter teilen, ist des Jägers Freund, bum bum. Und auf gute Beute hoffen wir, bum bum, noch heut, bum bum. Donnerwetter, hoch die Flinte und dann nach der Schuss, bum. Donnerwetter, Donnerwetter, das ist ein Genuss. Heia, 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 Safari. Und? Was sagen Sie jetzt? Wo ist es? Was? Das Urmel. Ganz schöner See, das da. Was? Toll. Ich will hier nicht baden, ich will das Urmel. Das Urmel? Ja, das... Du, wenn du mich belogen hast. Keine Spur. Das Urmel, das sitzt vielleicht da drüben. Wo drüben? Da hinten. Gehen Sie nur voraus, Herr Pomponell. Wo? In der Ecke. Wo soll das sein? Mann, wo kommt denn der Rauch her? Sind wir denn hier auf einem Vulkan? Was gibt's denn da zu lachen? Lach doch nicht so dumm. Jetzt wird's lustig. Tschüss. Der Berg, er stürzt ein. Hört auf zu lachen. Der Berg stürzt uns ein. Geht weg von hier. Das ist ein gefährliches, lustiges Gas. Zum Teufel! Was war das denn? Das Gas! Leise, leise, sonst stürzt der Berg zusammen wegen dem Echo. Echo! Majestät, das Echo! Das Urm. Nicht schießen! Schnell zum Ausgang! Sonst sind wir verloren! Thank you.
ist verschüttet. Von uns aus gesehen ist das der Ausgang. Zu Hilfe! Kommt Zeit, kommt Rat. Kinder, hört doch mal auf! Schweineleis! Da ist was passiert. Morgenrot, Morgenrot, trübes Wetter uns droht. Die Wolken öffnen ihre Schleusen, Regentropfen verhäusen, und davon wird das Wasser immer noch nasser. König Pumpernickel wollte zusammen mit seinem Diener Sami das seltenste Lebewesen der Welt jagen, das Urmel. Und Wawa sollte ihnen das Versteck des Urmels zeigen. Das lag angeblich tief im Innern des Berges auf der Insel Titiwu. Wawa war natürlich kein Verräter. Er führte den König absichtlich in die Irre. Als sie beim unterirdischen See angelangt waren und der König die Riesenkrabbe auf dem Felsen sah, da dachte er, dieses Ungetüm wäre das Urmel, und er schoss. Den dicken Panzer der Riesenkrabbe freilich konnte die Kugel nicht durchdringen, doch der laute Schuss erschütterte die morschen Felsen und die drei mussten um ihr Leben rennen. Der Eingang, er ist verschüttet. Von uns aus gesehen ist das der Ausgang. Zu Hilfe! Kommt Zeit, kommt Rat. Bis oben auf den Berg hinauf spürte man das unterirdische Grollen. Und der Herr Professor, seine Haushälterin Wutz, Tim Tintenklecks und Schusch wurden tüchtig durcheinander geschüttelt. Hört doch mal auf! Schweinelei! Aff! Da ist was, passiert. Mein Urmel! Ist es verletzt? Mein armes Urmele, bist du erschrocken? Sag was! Wann gibt's denn endlich mal Frühstück? Ping! Ping! Bist du da drin? Komm raus! Kann nicht! Warum? Die Mupfel hat sich gedreht und der Auspfick ist jetzt unten. Das war das Erdbeben. Erdbeben? Warte einen Augenblick, Ping.
Was geschehen sein? Hör auf! Erfreck mich nicht! Da ist doch Wawa drin! Oh je! Ich schau mal schnell nach! Pföne Pfeinerei! Professor? Was hatte das zu bedeuten? Mephistik! Es kann nur die Höhle gewesen sein. Oder wenigstens ein Teil der Höhle. Einer ihrer Gänge. Mephistik! Gleich, mein Kleines. Mahlzeit! Und weiter? Tja, nichts weiter. Wir können alle von Glück sagen, dass wir nicht in der Höhle, Wawa! Was ist mit Wawa und dem König und Sami? Um Himmels Willen! Die sind ja unten! Haferstein mit Orangensaft! Der Eingang ist zu, alles zusammengestülzt, voller Dreck. Da kommt kein Käfer mehr durch. Wir müssen sie retten. Es muss noch einen zweiten Eingang geben. Wie wäre sonst die Riesenkrabbe hineingekommen? Ein Zufluss vom Meer. Ja, das ist es. Vielleicht kennt ihn der Seeelefant. Schusch, würdest du wohl mal? Ja, das ist die einzige Hoffnung. Sonst gibt's keine. Festig! In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Hallo, Seeelefant. Was soll das? Du kannst mich mit deinen Latschfüßen. Überhaupt eine komische Angewohnheit, schon am Morgen zu kommen, wenn ich gerade ein Bad nehme. Wawa, der König und Sami sind in der Höhle verschüttet. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade. O König an der Höhle da, der du dort lebst in ewiger Rauch. Gibt es einen unterirdischen Zufluss in die Höhle? Meine Mutter hat ein altes Lied gesungen. Kennst du es? Nein, bitte sing jetzt nicht, sondern sag, ob es einen Zufluss gibt. Ich glaube, ein paar Fische wissen es. Dann flag sie doch. Nun Gott. Schöne Bescherung. Diese Höhle ist eigentlich kein Zinnele wert. Nun, was ist? Nix ist. Das hast du jetzt von deiner Urmelfangerei. Ach, ich will kein Urmel. Raus will ich. Raus. Lebendig raus. Raus! So, jetzt hast du's. Jetzt ist alles zu. Majestät, seht doch! Was macht sie jetzt? Jetzt kommt sie. Und frisst uns auf! Mahlzeit. Wo nur Schusch so lange bleibt. Da kommt er doch, auf einer Mopfel. Ja. Das ist der. Und der Seeelefant dazu. Also, was weißt du, mein Lieber? Solange dieser komische Vogel auf meine Haupte setzt, spreche ich nicht. Schusch! Mats, Mats! Also? Also, ich war einst ein Bäbel. Was? Ein sehr hübsches Bäbel. Und meine Mutter hat mir öfters ein sehr trauriges Lied vorgesungen. Mein lieber guter, An fernem Ort und nahbareren Flossen, da liegt ein See uns allen unbekannt. Ein Krabbenfelsen steht dort inmitten. Ja, und? Weiter! Den Rest habe ich vergessen. Ah! Darum bin ich auch getaucht
und habe mit einem Mondfisch gesprochen. Ich habe auch schon mal einen Mondfisch gesehen, aber da hat die Sonne gepfeilt. Lass ihn doch ausreden, Ping. Im Nordosten der Insel erhebt sich der große Felsen. Und dieser Felsen ist an einer Stelle ausgehöhlt. Dort kann das Wasser in die Grotte hineinfließen. Bitte versuch, ob du einen Weg finden kannst. Ich? Bitte. Ei, ei, Sir. Jetzt sind wir verloren. Wenn du noch näher kommst, dann beiß ich dir dein Nasengipfel ab. Das Biest ist absolut nicht schüchtern. Zurück! Seeelefant! Zurück! Geh auf deinen Platz! Sonst walze ich dich zu Zwetschgenmoos und ein bisschen Dalle! Hurra! Wir sind gerettet! Nicht so laut, Majestät! Abwarten und Tee trinken. Habt ihr ein Erdbeben gespürt, Seeelefant? Ja. Das waren wir. Was sagst du dazu? Na endlich, wo bleibt ihr denn so lange? Ich will raus hier. Abwarten und Tee trinken. Wie bitte? Du schwörst erst einmal, dass du nie wieder das Ärmel jagen wirst. Das ist ja Erpressung. Majestät, es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Das weiß ich selber, dummer Bub. Gut, ich schwöre. Das Gewehr, Herr. Mein Gewehr? Dalle. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Na und? Was noch? Abwarten und Tee tranken. Halt! Das ist Schwindel! Betrug! Majestät! Was ist? Nicht so laut, der Berg. Abwarten und Tee trinken. So, jetzt hat das Urmeli gefrühstückt. So, und jetzt hat das Urmeli Durst. Urmeli soll nicht so viel trinken. Urmeli muss jetzt schlafen. Ich bin pussmunter. Nein! Du bist noch krank, Basta. So, Mama Wurz muss jetzt fort. Urmeli muss auch fort. Still jetzt und geschlafen. Augen zu. So ist's recht. Lässt du's gleich zu? So. Und jetzt? Zu. Urmeli schläft nicht. Ich möchte wissen, wann hier mal geölt wird. Läuft durch mein Gemüt seinen schweres Fragen. Ob der Rohe wiederkehrt nach den lauten Tagen, nach den lauten Tagen. Was geht hier vor? Alles in Ordnung, meine Liebe. Die Eingeschlossenen sind am Leben. Ein Zugang, unterseeisch ist auch gefunden worden. Fragt sich nur, wie holen wir sie raus? Woher soll ich denn das wissen? Mit einem U-Boot. U-Boot? Hm? Das ist sowas wie eine Mutze. U-Boot. Hm, das wäre die Lösung. Professor, liegt dir sehr viel daran, diesen König und seinen Diener zu retten? Das ist Menschenpflicht, meine Teure. Und dann denk an Wawa.
der nie die Pfoten abstreift, wenn er ins Klassenzimmer kommt. Na gut, ich weiß schon, wo das hinausgeht. Ich werde ein großes Opfer bringen müssen. Ihr könnt meine Schlummertonne als U-Boot haben. Alle Mamis sagen immer, Kindlein, gib's in Acht. Bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Kindlein größer darf spazieren gehen, weil sonst könnt das kleine Kindlein gar nicht schöne Sachen sehen, weil sonst könnt das kleine Kindlein gar nicht schöne Sachen sehen. Alle Kindlein sagen immer, Mami, lass mich raus. Bleib ganz lieb in deinem Zimmer, ich komm bald nach Haus. Aber wenn das Kindlein fort ist, denkt es nicht mehr dran, weil es doch so viele hundert schöne Sachen sehen kann. Weil es doch so viele hundert schöne Sachen sehen kann. Du blöder Kopfsalat! Leise zählt durch mein Gebet, Ahnung schweres Bangen. Leise fächelt mir es Lauf, mehr um meine Bangen. Mehr um meine Bangen. Du, hör mal auf! Ist euch schon was eingefallen? Ja, wir haben ein U-Boot. Ich verstehe. Das hat aber keinen Motor. Das verstehe ich nicht. Und deswegen brauchen wir dich. Das verstehe ich weder. Der Seeelefant, komm! Gut, gut. Die Türe müssen wir mit Wachs verschmieren. Entsetzlich. Zuallererst müssen wir das Pfiff taufen. Schnickschnack. Eine Pfiffstaufe ist kein Flickflack. Jedes ordentliche Pfiff wird getauft, indem man eine Sektflapfe an den Bug pfmettert. Wir haben gar keine Zeit, das Schiff zu taufen. Es blessiert. Pfade. Das ist aber ein süßes Vogelhäuschen. Piep, 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 piep. Wie lange soll denn das noch dauern? Kommt er wieder oder kommt er nicht? Und wie sollen wir da raus? Ah, Donnerwetter! Donner! Leise! Ja. Noch ein Ungeheuer, was? Das ist aber eine prima Idee. Wutschen Schlummertonne als U-Boot. U-Boot? Wutschen? Majestät, die Tonne ist gesattelt. Was? Ich? Da hinein? Niemals. Wenn du lieber in der Höhle bleiben willst, brauchst du es nur zu sagen. Komm, Sammy, packen wir's. Ich komme schon. Bin schon da. Nein, wir. Lass nur den dicken König zuerst. Da können sie erst mal ausprobieren, ob das U-Boot nicht vielleicht sinkt. Ah ja, das ist gut.
So, und jetzt kriegt das Urmele einen Haferschleim und einen Orangensaft, weil es so brav geschlafen hat. Mit der Türe scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Na, die ist wenigstens noch ganz. Urmel, Urmele, ich hab dir einen Rettich mitgebracht. Wo bist du denn, mein Lümmele? Urmel, Urmele. Einmal und nie wieder. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, dann nicht. Ihr könnt mich heute nicht mehr traurig stemmen. Ich bin nämlich sehr lustig aufgelegt. Vielleicht habe ich mich erkältet. Alle? Also nochmals besten Dank, mein lieber Herr Professor. Keine Ursache. Bedanken wir uns lieber bei unserem Seeelefanten. Ja, ja. Oh, schade, da schwimmt er hin. Ich hätte ihn so gerne noch mal gehört. Er hat so eine lustige Aussprache. In den Genuss werden Sie sicher noch kommen, mein Lieber. Gleich wird er wieder was zum Besten geben. Ich kenne ihn. Darf ich Sie nun zu einer Tasse Kaffee einladen? Zu einem Friedenskaffee sozusagen. Herzlich gern, mein lieber Professor. Ich möchte nur noch schnell zu unserem Landeplatz die Kleider etwas ordnen und so. Flieg doch mit uns nach Pumpolonien, nur für einige Tage. Sami. Ich weiß nicht. Sami. Überleg dir's. Mach ich. Bestimmt. Samuel. Oh, weia. Urmel. Urmeli. Na, wart. Wo ist denn mein Tintlein? Wutz, Kaffee kochen. Wo ist das Urmel? Ich hab's nicht gefressen. Wieso? Ist es weg? Würde ich sonst fragen. Urmel. Urmeli. Na, dann werde ich eben selbst den Kaffee kochen. Wie geht das gleich? Urmel. Wutz. Urmeli. Wutz, nimmt man 12 oder mehr Bohnen? Ich mach's schon. Ah, brav, Tim. Hui, ich fliege, ich fliege. Professor, der König hat uns betrogen. Sieh doch. Das darf doch nicht wahr sein. So eine Gemeinheit. Das ist Verrat. Und der Mond zieht über mich weg und die Sterne ziehen weg. Schaut mal. Und der Hubschlauberl zieht weg. Das ist doch Urmel. Schweinerei. So ein Schuff, dieser Pumponell. Er hat sein Wort gebrochen. Dieser Schuft. Das Urmel, das dumme Ding, es freut sich noch. Tete wohl, nur du allein, holde dich. Und holde doch, Tete wohl, lach Sonnenschein, holde dich und holde doch, Tete wohl. Island doch, holde dich und holde doch, Tete wo, bleib immer so, holde dich und holde doch. Jetzt möchte ich aber Spätz drücken. Gefühlstück habe ich nämlich so. Mahlzeit. So schön, holde dich und holde doch. Mit Orangensaft. Tete wohl, nur du
allein. Holiday, und holiday, dat o, auf Wiedersehen. Holiday, und holiday. Ihr müsst schon entschuldigen für den Schrecken, aber das Urmel wollte unbedingt mal fliegen. Ja, und ich musste doch wohl was gut machen, ja. Aber jetzt... Jetzt? Ja, jetzt komme ich mit leeren Händen heim. Und bin blamiert, vor allem vor diesem Dr. Zwängelmann. Richtig, dieser Zwängelmann. Ja. Ja, dass es hier von sprechenden und singenden Tieren nur so wimmelt, das kann ich natürlich bestätigen. Aber was bringe ich mit? Den unsichtbaren Fisch. Pumpernel freute sich königlich über diese Idee. Man füllte einen Eimer mit Meerwasser, das war alles. Und der wurde nun nach Pumpolonien geflogen. Dort wollte man das Wasser in ein Aquarium des Naturkundlichen Museums schütten. Pumpernel stellte sich vor, wie sich die Leute die Augen aus dem Kopf gucken würden und lachte, bis er zu Hause war. Und das war noch ein ganzes Stückchen. Tja, und wie ging der Tag bei den anderen zu Ende? Professor Habakuk und Tim versuchten zu ergründen, warum dort unten tief im Berg eine Riesenkrabbe saß, warum so eine komische Musik dort erklang und so weiter. Wawa war redlich müde und freute sich auf seine Muschel, wo er alles Mögliche über sich hinwegziehen lassen würde. Schuss! Geh ja schon! Ach, weißt du was? Bleib drin! Ich schlafe heute auf einem Baum. Gute Nacht, Urmelkind. Gute Nacht. Es heißt gute Nacht. Ich sage ja gute Nacht. Aua. Ich möchte mit dir zum Abfluss ein pfölles Lied singen. Singst du die erste oder die zweite Stämme? Die erste. Wie dumm. Im Grunde singe ich auch die erste. Warum willst du überhaupt singen? Ich bin so schön traurig. Du hast gerade ein ganz echtes SCH gesprochen. Hast du das gemerkt? Ein SCH? Ein Esch. Obwohl du so lange die Pfule gepfänzt hast. Ja, ja, endlich kann ich ein Sch sprechen. Oh, wie ist das so pfrecklich, Pföhn? Zwei, drei. Urmele, schlaf endlich. Es ist auch Zeit. Bald wird es dunkel sein, hier weit und breit. Dann gehen die Sterne auf, am Himmelszelt. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Dieser Welt. Geld, Urmele, Geld. Auf dieser Welt.